Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Sie sitzt auf der einen Seite und er auf der anderen. Sie haben eine Thermoskanne mitgebracht und Kunststoffdosen. Sie trinken Kaffee und essen Kuchen. Er trägt einen orangefarbenen Overall. Die neongelbe Jacke liegt auf der Absperrung. Beide sitzen sehr entspannt, als wäre es ein Kaffeetrinken. Nur durch die Grenze ist es markiert, einen Betonsockel und die rot-weiße Schranke. Ein Liebespaar diesseits und jenseits der deutsch-dänischen Grenze. Er ist 85, sie 89 Jahre. Sie kennen sich erst seit 2 Jahren. Seit Dänemark die Grenzen geschlossen hat, fährt er täglich mit seinem E-Bike und sie mit dem Auto dorthin. Der Nordfriese Carsten Tüchsen Hansen und die Dänin Inga Rasmussen. Es rührt mich. Liebe kennt weder Alter noch Nationen, noch Grenzen. Liebe ist grenzüberschreitend. Und was so gemütlich wirkt, hügelig ist das dänische Wort, ist bei Wind und Kälte eher ungemütlich. Aber sie tun es dennoch. Und ein Fotograf hat das Bild eingefangen und das Foto über dpa verbreitet. Der Apostel Paulus schreibt im sogenannten Hohelied der Liebe folgende Worte: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Bilder, die Liebe und Liebevolles zeigen. Diese gehen derzeit um die Welt, damit wir nicht innerlich verhärten. Die Liebe ist ein Geschenk und nicht verfügbar. Wir können echte Liebe weder kaufen noch erzwingen. Aber wir können ihr in uns Raum geben. Wie das geht? Ein Rezept habe ich nicht, aber die Worte von Paulus sind eine klare und deutliche Orientierung. Wenn es so ist, wie er beschreibt, dann ist es die Liebe, die wirkt. Ich sah kürzlich ein Video mit einer Schauspielerin des Wiener Burgtheaters, die einen fiktiven Brief von Albert Einstein an seine Tochter Liesel vorliest. Fiktiv, er könne nicht von ihm sein, sagen die Forscherinnen. Aber er ist ein bewegender Brief. Ich zitiere aus ihm. Nachdem ich meine Relativitätstheorie veröffentlicht hatte, wollte mich fast niemand verstehen. Was ich nun der Menschheit offenbare, trifft wieder auf eine Welt voller Unverständnis und Vorurteilen. Bitte halte deshalb diesen Brief zurück, bis die Menschheit sich so weit entwickelt hat, dass alle verstehen, wovon ich rede. Es gibt viele Kräfte, die auf irgendetwas wirken, aber es gibt auch eine unglaublich starke Kraft, für die Wissenschaft bisher noch keine Erklärung gefunden hat. Diese Kraft beeinflusst alles andere. Sie steht über allen Phänomenen des Universums und doch haben wir sie noch nicht verstanden. Diese Kraft ist die Liebe. Wissenschaftler haben diese stärkste unsichtbare Kraft vergessen. Liebe ist das Licht, das die erhält, die sie geben und erhalten. Liebe ist fast wie die Schwerkraft, denn sie bringt die Menschen dazu, sich voneinander angezogen zu fühlen wie 2 Magnete. Liebe ist unser Gott und Gott ist unsere Liebe. Diese Kraft erklärt alles und gibt unserem Leben einen Sinn. Es ist eine unscheinbare Kraft, die wir viel zu lange ignoriert haben. Vielleicht, weil wir Angst vor ihr haben, da sie die einzige Kraft im Universum ist, die sich nicht wissenschaftlich steuern lässt.
Wenn wir lernen, diese universelle Energie in Form der Liebe zu geben und auch anzunehmen, meine liebe Lisal, werden wir feststellen, dass die Liebe alles überwinden kann. Denn die Liebe ist die wahre Essenz des Lebens. Dein Vater, Albert Einstein. Ich wünsche dem deutsch-dänischen Liebespaar, dass sie sich bald wieder hüben wie drüben umarmen können. Und das wünsche ich uns allen, die wir unsere Lieben derzeit nicht in die Arme schließen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.